Ich... Professor Fitzgerald? Hören Sie mich? Ich bin hier. An diesem Ort können Sie mich Mief nennen. Mief? Und da steht Mia. Sie werden eine Fabel erleben. Passen Sie auf. Die Dinge sind nicht immer, wie sie scheinen. Gehen Sie schnell und vorsichtig vor. Nutzen Sie unterwegs die Werkzeuge, um mich zu finden. Das ist ja mal geil gemacht. Zuerst brauchen Sie, hier wie auch im Leben, nimmt der Tod viele Formen an. Meiden Sie sie um jeden Preis. Was denn? Wen meiden? Oh, ihn wahrscheinlich. Okay. Oh. Ich hätte weglaufen sollen. Dann wäre ich jetzt frei. Sie sind weg. Vorerst. Ich muss hier verschwinden. Wo nie voll steckt. Oh oh. Also, es tut mir leid, dass ich jetzt so leise bin, aber... Ich muss den richtigen Moment abpassen. Ah, das denke ich auch. Lauf, 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 lauf. Vorne ist eine Treppe. Geht ihr auch mal nach rechts weg? Sieht so ein bisschen aus, wie ich mir The Walking Dead vorstelle. Was ich übrigens auch noch Let's Playen werde. Ich hatte nur bisher noch nicht so wirklich die Gelegenheit aufzunehmen. Ist doch keine Treppe hier. Der Tod. Hab ich mich jetzt so schon. Wo siehst du denn hier eine Treppe, Mädel? Wie kann sowas sein? Eine Leiter. Vielleicht finden sie mich nicht, wenn ich hochklettere. Lass mich bewegen. Unu? Toll, jetzt bin ich hier. Und jetzt? Achso, kann ich da weiter? Kam ich doch gerade her, oder nicht? Ich sollte weiter, solange ich kann. Neef muss hier irgendwo sein. Nee, jetzt ist es da hinten. Okay. Oh. Es sind zu viele. Ich muss die Straße schnell überqueren. Da muss ich hin. Aber vorher muss ich an denen vorbei. Ja, dreh dich wieder um, Junge. Dreh dich wieder um. Dreh dich wieder um. Du siehst mich nicht. Du siehst mich nicht. Dann dreh dich einfach um. Lauf, 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 lauf. Wenn ich mich nicht umdrehe, sehen sie mich auch nicht. Da lauert nur mehr Gefahr. Es muss noch einen anderen Weg geben. Ich muss umkehren. So komme ich nicht an ihnen vorbei. Wo willst du mich veräppeln? Die Tür. Verschlossen.
Ich muss weiter, ich habe keine Wahl. Ich dachte, ich muss hier rein. Das war doch jetzt aber richtig, oder? Ah, da hinten ist einer. Komm, lauf, 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 lauf. Oh, da komme ich gar nicht rum. Und das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Die ist ja auch total lahm. Das ist meine Chance. Ist es das? Bin mir nicht sicher. Aber wenn sie sagt, das ist es, was war das hier links gerade? Ach Gott. Das wird dir hier noch. Das nimmt dir hier noch richtig Horrormaße an in Hogwarts. Das geht ja gar nicht. Dort geht es weiter. Doch, die drei Heiligtümer des Todes. Ich bin unsichtbar. Okay. Muss ich da hin? Weil der zeigt mir eigentlich da hinten. Oder komme ich nicht hin, ne? Denke ich mal. Oh, da komme ich auch nicht hin. Oh, oh. Frage ist, kann ich jetzt durch die durch? Ich bin zwar unsichtbar, aber ich bin mir nicht sicher. Nein, ich komme noch nicht mal zurück. Oh Gott. Oh, bitte lass mich richtig unsichtbar sein. Sie können mich nicht sehen. Ich kann mich Ihnen nähern. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Geh da rein. Hier geht's weiter. Endlich frei. Aber wo bist du, Neve? Sie sind dem Tod entgangen, aber sie haben mich noch nicht gefunden. Suchen Sie weiter. Doch diesmal können Sie sich nicht verstecken. Was? Nutzen Sie den Zauberstab vor Ihnen. Vergeuden Sie nicht seine außergewöhnliche Macht. Da. Okay, also das nächste Heiligtum nehme ich an. Den Elderstab oder wie hieß der nochmal? Ich habe noch nie so viel Macht gespürt. Was? Nicht mal bei deinem? Hallo? Bombarda. Kommt her, ihr Unholde. Ich werde euch alle töten. Hallo? Hätte ich nicht sagen sollen. Waren das schon alle? Hallöchen, ich bin da und ich bin unbesiegbar. Bombarda, Descendo. Bombarda. Stupor. Bombarda. Hindu.
alle, ne? Lalala. Das heißt, wir müssen dann den letzten wahrscheinlich auch noch. Also. Kann ich hier. Oh ja, da leuchtet was. Da sind aber nur die Tränke. Okay, naja, gut. Nicht schlimm. Oh nein. Ich glaube, ich höre sie. Okay, da müssen wir hin. Gucken kann ich auch nicht, war ja klar. Da kommen wir auch nicht rein, ne? Da ist jemand sauer auf mich. Eieiei. Wundert euch übrigens nicht, aber ich denke mal, ich werde diese irre lange Quest in zwei Teile gesplittet haben. Na komm, geh ein bisschen schneller. Der muss für mich sein. Der Stein der Weisen, ne? Sie sind noch lange nicht fertig. Gehen Sie durch die Trauernden vor Ihnen. Nichts ist, wie es scheint. Neve! Liebe, süße Neve. Lasst uns ihr Andenken für immer, Eve. Ohne sie ist nichts, wie es war. Sie haben mich gefunden. Doch sie können Geschehenes nicht rückgängig machen. Die Magie des Steins beschwört nur einen Schatten meiner selbst. Darf ich auch mitkommen? Ah, jetzt. Yes.
Aber es gibt kein Licht ohne Schatten und keinen Schatten ohne Licht. Weil sie die Dunkelheit beseitigen können, sollten sie das nicht immer auch tun. Also sie, diese Statue, ja? Denken Sie daran, wenn Sie meine Erinnerung sehen. Okay. Isadora, was Sie für Ihren Vater getan haben, bemerkenswert. Nicht wahr? Und Percival braucht sich auch nicht um die Gefühlsstränge oder die Spuren dieser Magie Sorgen. Es gibt einen Weg, das alles zu beherrschen. Sie machen weiter. Koboldsilber. Sie haben es einem Kobold gesagt? Keine Sorge, er ahnt nicht, was wir da verwahren. Wir wissen nichts über die möglichen Auswirkungen. Die Gefühle, die dunkle... Ach, Sie klingen wie Percival. Und ich kenne sie sehr wohl. Sie ist eine Quelle der Macht, des Fokus. Irgendwie scheint sie meine Zauberkraft zu verstärken. Ich verstehe nicht, Isadora. Wir können sie nutzen. Macht wie diese ist kein Spielzeug. In den falschen... Sie sahen, wie ich meinem Vater half. Oh, Neve, wir könnten so viel Gutes tun. Jeder von uns trägt doch Schmerz in sich. Was tun Sie? Tief einatmen. Spüren Sie das? Oh, Isadora. Schluss damit. Mit all dem. Sie haben diese Macht so lange verheimlicht, weil Sie sie fürchten. Ich gebe mich ihr hin. Kartenkammer, dann schaue ich mal kurz, aber hier wird wahrscheinlich nichts sein. Oh, hallo Professor Fick. Stimmt es? Jemand hat die ersten drei Prüfungen abgeschlossen? Das ist es und das habe ich. Aber Sie sind so... Jung? Ich weiß. Sie müssen Professor Bakar sein. Stimmt. Schön, Sie kennenzulernen. Die Erinnerung aus dem Denkarium eben. Hat Isadora schmerzhafte Emotionen inhaliert? Oh ja. Verstörend. Aber wie hat sie daraus Macht geschöpft? Und sie sich auch noch zunutze gemacht? Es war verstörend. Ich wundere mich jedoch, dass sie nach ihrer Macht fragen. Ich teile den Standort meines Denkariums nur ungern mit jemandem, der die Verantwortung der Macht vielleicht noch nicht verstanden hat. Ich versichere Ihnen, Professor, das tue ich. Doch Sie wissen noch nicht, dass ein gefährlicher Kobold namens Renrock sich Zugang zu dem Behältnis auf Schloss Rookwood verschafft hat. Er hat gelernt, den Inhalt als Quelle immenser Macht zu nutzen. Er will diese Macht gegen die Zauberwelt einsetzen. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Ich verstehe. Dennoch ist das Wissen, das Sie über meine Erinnerungen erlangen werden, zu wertvoll, um es unüberlegt weiterzugeben. Ich brauche Zeit, um mich mit den anderen Hütern zu beraten. Uns bleibt wohl nichts als zu warten, so frustrierend das auch ist. Ich hörte, was Sie Professor Bakar erzählten. Isadora atmete Emotionen ein, um Macht zu erlangen? Ja, und sie hat Professor Fitzgerald, genau wie ihrem Vater, Emotionen entzogen. Ohne Erlaubnis. Abscheulich! Sie sagte sogar, sie hätte einen Weg gefunden, die gewonnenen magischen Spuren zu speichern. In Koboldsilber.
Die Behältnisse? Möglich. Da ist etwas, das ich vorher nicht sagen konnte. Renrock hat an Orten gegraben, die mit den 5 Namen in den Tagebüchern eines Koboldschlossers namens Brackbor zu tun haben. 5 Namen? Die Hüter. Und wer noch? Isidora Morgannock? Ganz genau. Er war uns immer einen Schritt voraus. Gringotts, der Turm, Schloss Rookwood. Wenn die Hüter Ihnen nicht verraten, wo die nächste Prüfung stattfindet, behalten wir zumindest Renrock im Auge. Vielleicht führt er uns zu weiteren Informationen. Vielleicht. Hoffentlich höre ich bald was von Lodgok. Seit den Bohrern kam nichts mehr von ihm. Oh, und wie Sie bestimmt schon wissen, hat Ihr Vielsaftplan perfekt funktioniert. Ich wusste es. Vielleicht habe ich Black zu gut abgelenkt. Ich wusste ja nicht, dass er nicht viel Feuerwhisky verträgt. Okay. Heldenhaft mit Heiligtum. So. Kriege ich denn jetzt noch eine Aufgabe? Weil das dauert ja immer so ein bisschen lange, bis das Ganze abgeschlossen ist hier. Und dann das Neue reinkommt. Aber er speichert schon mal. Das ist schon mal positiv. Na? Keine neue Aufgabe? Doch. Ich hätte wegen deines Koboldfreundes nicht so reagieren dürfen. Tut mir leid. Ich hoffe, wir können das Triptychon fertigstellen. Triff dich bitte an der Südküste mit mir. Dann suchen wir den letzten Teil der Leinwand. Ja. Ich hab's gehofft. Professor Weasley war zu sprachlos, um mir eine Mitteilung zu schicken. Ich weiß auch nicht so genau, was das jetzt gerade darstellen sollte. Da schauen wir mal eben. Moment, erpresserische Absichten, das war mit Nutty. Das war Poppy. Oh, da freue ich mich überall schon drauf, ehrlich gesagt. Ah, hier, Phoenix. Ich frage mich, worüber Deke mit mir reden will. Also ich weiß nicht, was jetzt der Professor damit zu tun hatte. Aber vielleicht hat die mir das ja gesagt wegen Deke, obwohl keine Sprache drin war. Heißt das, wir können den Phönix bald holen? Da freue ich mich wahnsinnig drauf. Ehrlich gesagt, ich freue mich auf alle, die wir jetzt gerade offen stehen haben. Naja, abgesehen von der Besenprüfung und dem Kram. Freue ich mich wahnsinnig drauf. Deswegen, lange Rede, kurzer Sinn. Eigentlich wollte ich jetzt Schluss machen für heute. Aber ich werde dann doch noch eine Folge zumindest aufnehmen, damit ich die wenigstens schon mal hinter mich gebracht habe. Und dann hoffe ich inständig, dass ich morgen Abend dann auch wieder ein bisschen was aufnehmen kann, dass ich dafür wieder die Zeit finde. Oh, ich bin einfach nur total aufgeregt gerade. Es sind so viele schöne neuen Quests jetzt wieder drin. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich auch gerne abonnieren.